Das offizielle Österreich. Der Vertreter des Souveräns ist heute im Palais Epstein zusammengekommen, um der Opfer des Holocausts am Internationalen Gedenktag zu gedenken. Das Palais Epstein ganz bewusst gewählt. Es war ein Palais, das einer jüdischen Familie gehörte, das zu Unrecht weggenommen wurde. Ein Palais mit einer ungeheuren, vielfältigen Geschichte, uns und auch bewusst zu machen, dass wir uns der Geschichte stellen müssen. Österreich war Täter. Österreich hat sich schuldig gemacht in der Untat, aber auch in Untätigsein. So wurden politisch Andersdenkende verfolgt und ermordet, Behinderte hingerichtet, Sinti, Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas ermordet. So wurden Tausende unserer österreichischen und europäischen Juden ermordet. Und wenn das Gedenken einen Sinn haben soll, dann den aus der Erinnerung an die unzähligen Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns Konsequenzen für die Gegenwart und auch für die Zukunft zu ziehen. Konsequenzen, dass wir gegen jedweden Rassismus, Antisemitismus und nationalsozialistischer Wiederbetigung politisch wie strafrechtlich auch Rechenschaft einfordern. Ich darf mich bedanken bei den vier Herren, bei diesem Quartett, dass sie aus ihrer Erinnerung, aus ihrer Erfahrung, aus ihrem persönlichen Erleben uns teilhaben lassen, dass sie sich auf sich genommen haben, auch in dieser Zeit zu kommen. Es ehrt uns und es nötigt uns großen Respekt auf. Herzlichen Dank. Ich habe in den USA in sehr vielen Schulen gesprochen im Holocaust. Ich habe nie ein Wort über Hass gesprochen, im Gegenteil. Ich habe immer die Schüler aufgefordert um Toleranz. Und mit Toleranz kann man alles machen. Ich glaube, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen, meine Herren, ganz vielmals.